Sehr geehrte Damen und Herren, herzlich willkommen zur Einführung in die Medienpädagogik. Sozialisation. Und vielleicht haben sich einige von Ihnen gefragt bei diesem Thema, Sie kennen das vielleicht aus der allgemeinen Pädagogik, vielleicht kennen Sie es nicht, dann haben Sie sich gefragt, was ist überhaupt Sozialisation? Aber diejenigen, die wissen von Ihnen, was Sozialisation ist, haben sich gefragt, es geht doch um Medienpädagogik. Warum leitet er mit den Sozialisationstheorien, mit dem Sozialisationskonzept ein? Stimmt, berechtigte Frage. Ich nehme mal vorweg, ich glaube, im Laufe der heutigen Sitzung wird es deutlicher werden, warum ich ausgerechnet das Sozialisationskonzept, die Sozialisationstheorien als Basis der erziehungswissenschaftlichen Medienpädagogik verstehe. Da war schon ein Hinweis drin. Nämlich, es ist, wenn ich die theoretische Basis, auf der die Medienpädagogik aufbaut. Aber auch das wird, denke ich, im Laufe der Veranstaltung klarer. Und natürlich ist es unglaublich spannendes Forschungsfeld, das ich Ihnen hier vorstellen kann. Ich werde Ihnen das natürlich nicht in der Tiefe, in der Gänze vorstellen, in der man das vielleicht erwarten würde, in einer Einführung in die Sozialisationstheorien, sondern wir nutzen das quasi nur als Brücke, um in die Medienpädagogik einzuleiten. Und zunächst einmal, wenn man sich so die Standardwerke anschaut, vielleicht haben Sie das getan, einige finden Sie ja davon in Ihrem Moodle-Kurs, dann sehen Sie, das gibt zum Beispiel ein Werk von Klaus Hogelmann und ein Werk von Klaus-Jürgen Tillmann. Und dann sehen Sie, dass der Klaus Hogelmann Sozialisationstheorie, also Einführung in die Sozialisationstheorie beschreibt, währenddessen Tillmann Einführung in die Sozialisationstheorien, also Plural. Und das verwundert ja erstmal, also denkt man sich, geht es jetzt um Sozialisationstheorie oder geht es um Sozialisationstheorien? Ich versuche es mal aufzuklären. Vielleicht hat auch die eine oder andere von Ihnen auch schon eine Antwort. In Erlangen-Nürnberg, wo ich vorher tätig war, habe ich eine Veranstaltung gehabt, Einführung in die Sozialisationstheorie. Und ich habe es tatsächlich auch hier mit Klammern geschrieben. Und hier sehen Sie so eine Auswahl der Themen, die wir dort bearbeitet haben. Das heißt, es ging natürlich um Begrifflichkeiten, es ging um Bildung, Erziehung, Enkulturation, natürlich auch um Sozialisation. Und dann kamen die psychologischen Theorien und später die soziologischen Theorien. Und bei den psychologischen Theorien geht es unter anderem um Persönlichkeitstheorien, es geht um Lerntheorien, nochmal aus einer anderen Perspektive, als Sie es vielleicht aus der Psychologie kennen. Und es geht um Entwicklungstheorien. Und bei den soziologischen Theorien geht es um Systemtheorien, Handlungstheorien und Gesellschaftstheorien. Später im Laufe der Vorlesung gab es dann noch theorieverbindende Ansätze. Das heißt also, womit wir es zu tun haben, wenn wir uns über Sozialisation unterhalten, ist ein wissenschaftliches Konstrukt, das aus unterschiedlichen Theorien, man könnte hier auch sagen, von Theoriefamilien sprechen, Theorien besteht. Denn, das nehme ich mal vorweg, so etwas Komplexes wie Entwicklung von Persönlichkeit oder auch Entwicklung von Gesellschaft, Sie sehen, dass sozusagen bei den psychologischen Theorien geht es im Wesentlichen um Subjektbildung, um Persönlichkeitsbildung und Entwicklung und bei den soziologischen Theorien geht es im Wesentlichen um, wie entwickelt sich Gesellschaft, wie entsteht Gesellschaft, solche Fragen, aber natürlich nicht nur, also das heißt, das wäre jetzt zu plakativ, wenn ich das so unterscheiden würde, es gibt durchaus auch Verbindungen. Nur grob gesagt geht es um diese beiden Aspekte, also Persönlichkeit und um Gesellschaft und wie entsteht es eigentlich? Das ist so die Hauptfrage. Und dazu haben diejenigen, die sich mit den Sozialisationstheorien beschäftigen, den Begriff der Sozialisation geprägt, der im Prinzip die Verbindung aus diesen Theorien beschreibt. Im Hinblick darauf,
welchen Beitrag leisten diese Theorien, um zu erklären, wie Persönlichkeitsentwicklung, wie Gesellschaftsentwicklung funktioniert. Das heißt also, fass nochmal kurz zusammen, der Begriff Sozialisation ist erstmal ein wissenschaftliches Konstrukt und beschreibt analytisch eine nicht unmittelbar beobachtbare Realität. Mein Beispiel dazu, wenn jetzt jemand hier zur Tür reinkäme und würde uns sehen, würde sehen, ich erzähle Ihnen was, Sie hören gerade zu, schreiben auch mit zum Teil, wunderbar, und dann würde sagen, ah, das ist ein typisches Setting einer Vorlesung. Also eine Realität, die man durchaus beschreiben kann. Aber wenn wir uns mit der Frage beschäftigen, wie haben wir eigentlich unsere Persönlichkeit entwickelt oder wie ist eigentlich so etwas Komplexes entstanden wie unsere Gesellschaft, unsere Kultur, dann wissen Sie, was ich damit meine, wenn ich hier schreibe, eine nicht unmittelbar beobachtbare Realität. Also wir wissen, dass sowohl unsere Persönlichkeiten existieren, wir wissen, dass die Gesellschaft existiert und auch Kultur, aber wir wissen nicht, wie sie entstanden ist. Und das ist der Grund dafür, warum es hierfür Theorien gibt und tatsächlich auch nicht wenige Theorien, die versuchen zu erklären, die dieses komplexe Zusammenspiel versuchen zu erklären. Und weil das so komplex ist, bedient man sich etwas, was Sie, wenn Sie zum Beispiel in die Schule gehen, als angehende Lehrerinnen und Lehrer auch machen werden, um Ihren Schülerinnen und Schülern etwas näher zu bringen, nämlich der Komplexitätsreduktion. Sie werden versuchen, sehr komplizierte Dinge möglichst einfach erst einmal zu erklären, damit sie verstanden werden, und wenn die Grundlagen verstanden sind, dann kann man darauf aufbauen. Und im Prinzip ist es hier genauso. Das heißt also, das Sozialisationskonstrukt, die Sozialisationstheorien versuchen, die komplexe Realität der Persönlichkeit und Persönlichkeitsentwicklung und eben auch der Gesellschaftsentwicklung in ihrer Komplexität zu reduzieren, dass sie erklärbar, fassbar und natürlich entsprechend auch beforschbar werden. Denn nur wenn man etwas sozusagen operationalisieren kann, dann kann man es entsprechend auch untersuchen, empirisch untersuchen. Das gelingt nicht allen Theorien, wenn wir da jetzt genauer reinschauen würden, würden Sie das feststellen, aber das tun wir tatsächlich nicht, sondern wir schauen uns ja dieses Konstrukt erstmal nur als Basis, als theoretische Basis für die Medienpädagogik. Denn darum geht es ja im Wesentlichen. Was das mit der dialektischen Beziehung heißt, da komme ich später noch drauf. Das wäre jetzt mein Part eben zur Komplexitätsreduktion, deswegen auch grau. Also, Hurlmann sagt dann in seiner Einführung, die Sozialisationstheorie fasst Annahmen und Aussagen zusammen, die sich mit menschlicher Persönlichkeitsentwicklung als Subjektwerdung befassen. Und ich würde ergänzen, das sind nicht nur Aussagen, das sind Theorien dahinter, Konzepte. Und ich würde auch nochmal ergänzen, dass es nicht nur um die Persönlichkeitsentwicklung, sondern auch um die Gesellschaftsentwicklung geht. Das heißt also, wir schauen aus relativ hoher Flughöhe auf diese Theorien. Also gehen nicht in die einzelne Theorie ein, das wäre tatsächlich zu viel, sondern schauen uns an, was diese Theorien Interessantes sagen können im Kontext der Medienpädagogik, denn es geht ja um die Medienpädagogik. Das heißt also, typische Fragen der Sozialisation, also dieses Konzepts, sind einerseits, wie erzeugt eigentlich die Gesellschaft das Individuum? Spannende Frage. Und mindestens genauso spannend, andersrum, wie erzeugt eigentlich das Individuum Gesellschaft? Also wie haben wir Gesellschaft entwickelt und wie entwickeln wir sie gemeinsam weiter? Was passiert da? Und das sind die zentralen, also gut, dann könnte man noch die dritte Frage, wann werden Individuen Mitglieder, aber das wäre entsprechend speziell und ich hatte gesagt, wir bleiben auf der recht hohen Flughöhe. Steigen also heute ein mit zunächst mal einer Alltagsbeobachtung zur Sozialisation, dann der Frage, was ist Sozialisation? Da hatte ich ja so ein bisschen was vorweggenommen gerade. Ich zeige Ihnen eine so der ersten historischen
Definition ist zwar erst 120 Jahre her, aber da kann man tatsächlich schon von Historie sprechen, denn die hat sich tatsächlich entwickelt, das werden Sie gleich sehen. Dann beschäftigen wir uns mit den 7 Thesen zur Sozialisation von Hurlmann, in denen er dieses Konzept versucht, möglichst einfach zu beschreiben. Das gelingt ihm meines Erachtens sehr gut, deswegen zeige ich Ihnen diese 7 Thesen, weil die bringen es wirklich gut auf den Punkt. Und wir beschäftigen uns mit Prozessen der Entwicklung von Persönlichkeit und Gesellschaft, also gehen dann exemplarisch ein bisschen tiefer rein, und mit den sogenannten Orten der Sozialisation, den Sozialisationsinstanzen. Vorweggenommen, das sind zum Beispiel Familie, das ist die Schule, das sind pädagogische Einrichtungen, das ist aber auch die Arbeit und in Anführungszeichen die Medien. Und da haben Sie vielleicht jetzt schon eine Ahnung, worauf es hinausläuft. Also, ein Schritt zurück und zu einer Alltagsbeobachtung. Ich weiß nicht, vielleicht haben Sie sich die Frage schon mal gestellt. Wenn nicht, stellen Sie sich jetzt mal. Ich finde es tatsächlich erstaunlich, wenn man sich so ein kleines Kind, einen Säugling anschaut, was in 18 Jahren passiert. Und damit meine ich tatsächlich nicht nur das Aufwachsen, das einfach das Körperliche, das Physische, sondern ich meine damit auch die Persönlichkeitsentwicklung. Also vom Kleinkind, das nicht sprechen kann, zum Erwachsenen, die oder der bald studieren könnte. Eigentlich unglaublich, oder? 18 Jahre ist verhältnismäßig eine kurze Zeit dafür. Und da möchte ich Ihnen Emile Durkheim vorstellen, der genau das in einem schönen Zitat mal auf den Punkt gebracht hat, finde ich. Er sagte nämlich, diesen ungeheuren Abstand, den die Menschheit Jahrhunderte gebraucht hat, um ihn zu durchmessen, also um ihn, zu durchlaufen, könnte man es übersetzen, muss das Kind mit Hilfe der Erziehung in einigen wenigen Jahren überbrücken. Hat er recht. Wenn Sie sich überlegen, was wir alles lernen müssen, um erwachsen zu werden, um ein Mitglied dieser Gesellschaft zu werden, zu sein, zu bleiben. Und da kommt jetzt ein Begriff, es geht ja um Sozialisation, aber da steht jetzt ein anderer Begriff, mit dem Sie vielleicht auch schon bestimmt in Berührung gekommen sind. Ich habe Ihnen ja gesagt, ich bin Erziehungswissenschaftler, da steht jetzt Erziehung. Wie verhält es sich jetzt mit Sozialisation und Erziehung? Also, was ist der Unterschied zwischen Sozialisation und Erziehung? Beide scheinen irgendwie sehr ähnlich zu sein. Aber es sind keine Synonyme. Ich versuche mal eine relativ einfache Antwort zunächst mal. Erziehung ist der Teil der Sozialisation, der intentional ist. Also zielgerichtet. Wenn es um Erziehen geht, dann haben wir, oder dann in diesem Fall in der Regel eine Erzieherin oder ein Erzieher, hat einen bestimmten Wunsch, hat ein bestimmtes Ziel. Und das nennt man dann intentional. Beides gehört zur Sozialisation, also Erziehung ist Teil der Sozialisation, aber zielgerichtet. All das, was wir in pädagogischen Kontexten machen, nennen wir Erziehung, ist intentional. Wenn es um Bildungspläne geht, dann gibt es sogar ein gemeinschaftliches Ziel des jeweiligen Bundeslandes, der jeweiligen Staatengemeinschaft, in einem Wissen, dass Mitglieder dieser Gesellschaft, zum Beispiel wenn es um Schule geht, oder auch im Studium ist ähnlich, mitbringen müssen, wenn sie Mitglied dieser Gesellschaft oder wenn sie entsprechend zum Beispiel auch entsprechende Berufe ausüben wollen. Das ist im Prinzip nur im Kleinen, also eine Gesellschaft im Kleinen. Zünfte beispielsweise, die für sich definieren, was ein Dachdecker können muss, wenn er sich Dachdecker nennt.
zum Beispiel. Und nochmal was zum Nachdenken. Haben Sie sich mal Gedanken gemacht, was die ursprüngliche Wortbedeutung von Erziehung eigentlich bedeutet? Ja, tatsächlich. Also jemanden irgendwo hinziehen. Nicht so ein netter Begriff eigentlich, ne? Auch wenn viele von uns sich entsprechend als Erziehungswissenschaftler zum Beispiel oder Erzieherinnen, Erzieher nennen. Und natürlich Lehrerinnen und Lehrer auch eine Erziehungsfunktion haben. Ja, und das führt uns eben auf das Normative in der Pädagogik. Das heißt, dass wir immer ein bestimmtes Ziel vor Augen haben, wenn wir pädagogisch handeln. Ob wir das nun Erziehung nennen oder nicht, aber das tatsächlich ist immer im Hinterkopf. Lassen Sie uns mal ein paar historische Bedeutungen des Begriffs anschauen. Auch da sehen Sie wieder Emile Durkheim, ursprünglich Ethnologe, hat in Paris gelehrt unter anderem und ich schreibe jetzt hier Soziologe, wobei das eigentlich eine Verkürzung ist. Man könnte fast sagen, es ist einer der Begründer der Soziologie. Und der sagte, Sozialisation ist Vergesellschaftung der menschlichen Natur. Und dabei muss man sozusagen mit den Augen eines Ethnologen auf die Sozialisation schauen, denn Ethnologen untersuchen beispielsweise fremde Kulturen und versuchen darüber nicht nur diese Kultur zu verstehen, sondern auch die eigene Kultur besser zu verstehen. Da sehen Sie das. Deswegen auch gelten die Ethnologen, unter anderem Emile Durkheim, als Begründer der Soziologie, die sich nämlich eben mit den Mechanismen, mit den Besonderheiten in einer Gesellschaft beschäftigt. Und das machen Soziologen, nämlich von außen auf gesellschaftliche Zusammenhänge schauen. Und dafür haben Ethnologen, gerade in der Zeit, als Emile Durkheim gelebt hat, fremde Kulturen besucht und die sie dann, Emile Durkheim nicht, aber doch einige seiner Kolleginnen und Kollegen, als Wilde seinerzeit bezeichnet haben. Und aus dieser Perspektive erklärt sich das, sozusagen, warum es Vergesellschaftung der menschlichen Natur, weil denn die Idee ist, dass der Mensch, können Sie sich einfach vorstellen, wie würden wir zusammenleben, wie würden wir miteinander umgehen, wenn wir keinerlei Erziehung genossen hätten, gar keine. Stellen Sie sich das vor. Das heißt also, aus dieser Perspektive versteht man diese historische Definition von Sozialisation, nämlich Vergesellschaftung der menschlichen Natur. Also der Mensch ist erstmal von Natur aus wild und muss irgendwie für diese Gesellschaft passend gemacht werden. Klingt radikal, meinten die tatsächlich auch so. Denn die Zeit, aus der diese Sichtweise stammt, ist die Zeit der Industrialisierung. Und in dieser Zeit ist einiges passiert, nicht nur hier in Deutschland, insgesamt. Und ich finde, so manchmal beschreiben Bilder das viel besser, als man es vielleicht mit Worten sagen könnte. Und ich habe Ihnen hier zwei Bilder aus dem Opel-Museum in Rüsselsheim mitgebracht. Wenn Sie sich mal genauer über die Industrialisierung informieren möchten, die stellen da nicht nur Autos aus, das wäre bei Opel auch nicht so spannend wahrscheinlich, aber die haben ein wirklich wunderbares Museum, was den geschichtlichen Prozess der Industrialisierung betrifft. Und da finden Sie zum Beispiel in einer Ecke dieses schöne Bild, das sich drehen lässt. Und ich zeige Ihnen gleich das zweite, was auf der anderen Seite, was quasi auf der Rückseite des Bildes ist. Hier sehen Sie die Belegschaft von Opel
Und die haben damals, vielleicht wundern Sie sich, dass die keine Stoßstangen irgendwo halten, sondern dass das Fahrradrahmen unter anderem sind und so etwas in der Mitte. Das ist tatsächlich eine Nähmaschine. Das liegt daran, dass Opel zu dieser Zeit, als das Bild aufgenommen wurde, das war noch vor der Industrialisierung, im Wesentlichen Fahrräder und Nähmaschinen hergestellt hat. Und das, was bei diesem Bild auffällt, ist, dass man in den Gesichtern ja auch Stolz sieht. Ne? Wir sind ein Team, wir machen die tollsten Nähmaschinen oder die besten Fahrräder. Jeder hat auch, wenn Sie mal genauer hinschauen, jeder hat auch das Teil in der Hand, für das er sich verantwortlich fühlt. Ne? Also wenn Sie ein Fahrrad bauen wollen, dann brauchen Sie einen Sattler, dann brauchen Sie jemanden, der den Rahmen schweißt, dann brauchen Sie jemanden, der die Metallrahmen ablenkt, dass der andere sie überhaupt zusammenschweißen kann und so weiter und so weiter. Also Sie brauchen unglaublich viele bei der Nähmaschine genauso, unglaublich viele Arbeitsschritte und jeder dieser Mitarbeiter, in diesem Fall tatsächlich nur Männer, war für einen bestimmten Arbeitsschritt zuständig, fühlte sich entsprechend auch verantwortlich. Das ist die Zeit vor der Industrialisierung, wo es im Wesentlichen Handwerker. Und ich finde diesen Handwerkerstolz, den man da, den sieht man auch in den Gesichtern. Ich zeige Ihnen mal die Kontrastfolie, nämlich das nächste Bild. Wenn man dann auf den Knopf drückt, dann dreht sich das Bild um. Und dann ist nicht nur der Mann weg, sondern sieht man die Belegschaft ein paar Jahre später. Und was ist passiert? Erstmal beobachten wir, man sieht, es sind erstmal viel, viel mehr geworden. Sie stehen in Reihe und Glied, nicht mehr so, ich gehe nochmal kurz zurück, nicht mehr so wild wie vorher. Sie stehen in Reihe und Glied, haben auch nur noch, das, also da sehen Sie die Nähmaschine, nur noch das Gesamtprodukt steht da. Keiner hat ein Einzelprodukt noch. Woran liegt das? Was passiert ist, nennen wir als gesellschaftlichen Prozess Industrialisierung. Konkret in diesem Fall im Opel-Werk wurde das Band eingeführt. Diese Mitarbeiter arbeiten jetzt am Band und plötzlich herrschen ganz andere Werte, die plötzlich wichtig wurden. Beispielsweise der Wert, keinesfalls zu spät zu kommen, wenn das Band läuft, dass das Band nicht leer läuft. Pünktlichkeit war dann plötzlich ein Wert, der groß geschrieben wurde, größer geschrieben wurde als vorher. Es war aber auch nicht mehr jeder für sein Beritt verantwortlich. Also was man auch sehen kann, ist, dass sich alle offensichtlich nicht mehr ganz so stark mit dem, was sie tun, identifizieren. Also niemand hat jetzt hier ein Zahnrädchen oder irgendwas oder einen Rahmen, so wie auf dem Bild davor, sondern alle sind für alles verantwortlich. Warum sage ich das? Weil die Gesellschaft in der Industrialisierung, kann man das sehr deutlich sehen, dass die Gesellschaft komplexer geworden ist. Komplexer und dass es nötiger geworden, also jetzt, wenn Sie es direkt vergleichen, dass es noch einmal nötiger war, zusammenzuarbeiten. Dass man sich auf den anderen verlassen kann. Denn wenn beispielsweise die Produktion für die Rahmen nicht nachkam, dann steht die Produktion für das Gesamtfahrrad still. Wenn Sie sich Produktionsprozesse heute anschauen, die noch weit komplexer sind, als Sie es hier vermuten, wenn Sie sich sozusagen auch die aktuellen Erfahrungen anschauen, im Rahmen der Corona-Krise wurde immer wieder erwähnt, wie problematisch das ist, dass die Lieferketten, das ist das Stichwort, die Lieferketten nicht funktionieren, dann können Sie sich vorstellen, wie komplex Gesellschaft, Produktion, also erstmal Produktion und das natürlich Produktion als ein Teil von Gesellschaft, wie komplex Gesellschaft heute geworden ist. Ich habe jetzt nur das Beispiel genannt im Rahmen des,
des Produktionssektors, wenn sich das jetzt übertragen im Geiste auf den Bildungsbereich zum Beispiel, was mussten Kinder und Jugendliche beispielsweise im 16., 17. Jahrhundert wissen und was müssen sie heute wissen, dann ist das durchaus nochmal was ganz anderes. Also einfaches Beispiel heute Morgen aus der Vorlesung Grundschulpädagogik. Wenn der Vater Bäcker war, dann wurde in der Regel die Tochter oder der Sohn wurde entsprechend auch Bäcker. Das heißt also, alles, was die Kinder lernen mussten, konnten sie von den Eltern lernen. In unserer heutigen, wenn Sie sich vorstellen, dass alles, was Sie wüssten, von Ihren Eltern stammt, schwierig vielleicht manchmal. Also ohne jetzt Ihren Eltern irgendwie zu nahe treten zu wollen. Das heißt also, wir mussten ein Bildungssystem entwickeln, das in der Lage ist, dass jeder einzelne von Ihnen entsprechend über die Fähigkeiten der eigenen Familie hinauswachsen kann. Studium. Einige von Ihnen sind vielleicht die Ersten, die innerhalb der Familie studieren. Genau. Ja, das wäre zu anderen Zeiten undenkbar gewesen. Aber jetzt haben wir es bisher nur mit einer historischen Begriffsbestimmung von Sozialisation zu tun gehabt. Und die Industrialisierung ist ja auch einige Jahre schon her. Mittlerweile gibt es weitere Metaprozesse zur Industrialisierung. Würde vielleicht auch schon von Post-Post-Industrialisierung sprechen, wenn man unsere Gesellschaft heute genauer anschauen würde. Wir haben Mediatisierung, wir haben Digitalisierung, wir haben Globalisierung und entsprechend muss auch sich in diesem Kontext der Sozialisationsbegriff ein bisschen weiterentwickeln. Hier haben Sie habe ich Ihnen eine Begriffsbestimmung mitgebracht, neuere, so um die 1980 herum. Auch wieder Gollen und Hurlmann, den Namen kennen Sie auch schon. Und Tillmann sagt es sehr ähnlich. Sozialisation wird definiert als der Prozess der Entstehung und Entwicklung der Persönlichkeit in wechselseitiger Abhängigkeit von der gesellschaftlich vermittelten sozialen und materiellen Umwelt. Ja, es wird schon konkreter und es ist offensichtlich da eine wechselseitige Abhängigkeit zwischen der Persönlichkeit und, kurz gesagt, der Umwelt. Wobei Umwelt nochmal unterschieden wird in soziale Umwelt und materielle Umwelt. Und das ist ein ganz interessanter Aspekt, dann können wir mal kurz verbleiben. Soziale Umwelt ist uns allen klar. Ne? Soziale Umwelt, das sind wir. Das sind zum Beispiel Ihre mit unterschiedlichen Näheverhältnissen, also Familie beispielsweise sehr nah, Kommilitoninnen und Kommilitonen ein bisschen weiter weg, aber doch auch relativ nah. Dann vielleicht irgendjemand, den man in den Nachrichten sieht, irgendjemand, den man in den Filmen sieht, das ist alles soziale Umwelt. Was ist materielle Umwelt? Und dabei geht's bei der materiellen Umwelt geht's tatsächlich nicht um Finanzielles, sondern einfach um Physisches. Das meint dieses Materielle. Das heißt, materielle Umwelt könnte sein, dieser Hörsaal, in dem wir uns befinden. Oder materielle Umwelt könnte sein, Sie haben ein tolles Buch gelesen auf dem Weg hierher. Es könnte aber auch sein, dass Sie dieses Buch auf Ihrem Tablet gelesen haben oder auf Ihrem Laptop. Auch das wäre dann materielle Umwelt. Und Sie sehen, da wird es mit dem Begriff des Materiellen schwierig. Denn wenn wir jetzt noch weiterdenken, was gehört denn noch zu unserer materiellen Umwelt, dann gehört natürlich auch das alles dazu, was vielleicht gar nicht so materiell ist, was wir eher vielleicht als virtuell bezeichnen würden. Zum Beispiel, wenn Sie nämlich nicht im Buch gelesen haben auf dem Weg hierher, sondern wenn Sie vielleicht bei Instagram, bei Facebook oder sonst wo sich Bilder angeschaut haben
oder sich informiert haben, sich in den Nachrichten informiert haben, bei Spiegel Online oder sonst wo, dann ist auch das hier gemeint als Umwelt. Man könnte sagen, sozusagen, das würde man heute an, würde man entsprechend anpassen, das war 1980 noch nicht so zentral, materielle und virtuelle Umwelt. Oder man könnte einfach sagen, unsere Umwelt. Ja? Weil dazu gehört ja, und dann ist ja auch die Frage, inwiefern entscheidet sich denn das Soziale, hier wird ja unterschieden, Soziales und Materielles, wenn wir beispielsweise einen Post nehmen oder Sie kommentieren etwas, Sie kommentieren ein Bild beispielsweise bei Instagram, wäre das dann sozial, weil Sie das kommentiert haben, oder wäre das dann materiell? Und Sie sehen, es geht durcheinander. Also man könnte es allgemein auch einfach als Umwelt bezeichnen. Und auch hier wieder ein Zeichen dafür, dass unsere Welt nicht einfacher geworden ist. Wir hangeln uns mal weiter. Aber nicht vorher, nicht bevor ich gesagt habe, Ziel des Prozesses ist, und das finde ich einen sehr einprägsamen, einen wirklich sehr tauglichen Begriff dafür, ein gesellschaftlich handlungsfähiges Subjekt. Das ist Ziel der Sozialisation.